Jetzt darfst du weiter nerven, Folge läuft. So, Justin, dann erklär mal den. Also, als erstes müsstest du die Permissions umstellen. Oh Gott. Alles per Command im Chat? Nee, das müsstest du dort in der Confi machen. Also aber dann mache ich das später, wenn wir hier fertig sind. Wobei, so wie ich das jetzt gerade meine, Befehle kann ich alle einsehen, bloß nicht ausführen. Ja. Und zwar, ich wollte gerade versuchen, mir das anzeigen zu lassen. Das hat da nicht ganz so funktioniert. Da hat er gesagt, dass. Ja? Wenn du kurz Zeit hast, kannst du ganz hinten durch die Mine und dann den letzten Schacht rechts gehen. Warte, ich muss gucken, wo der Creeper hin ist. Weg. Oh, Scheiße! Ich kann Darko nicht mehr ärgern. Mein verzauberter Power 4 Flamebogen ist weg. Oh, ey, wir haben echt alles verloren. Oh, Scheiße. Muss ich mir einen neuen verzaubern? Ich glaube. Ich meine, dass die. Ich probiere mal kurz was aus. Du kannst ruhig einen Ticken lauter reden, also. Ich rede immer ganz normal. Gerade. Nee, gerade murmelst du mit dir selbst. Ja. Ja. So, ganz hinten, links oder rechts? Rechts. Gut. Nach links wäre ich und nicht gelaufen. Warte, ich lauf zurück. Du kannst. Boah. Okay. Dann müssen wir dann eine Abzweigung hier bauen. Nach links und rechts. Alter, wie weit bist du? Oh, Darko, mach die doch drei hoch, weil in der Decke hast du meist auch noch Dias. Versteckt. Ike? Ja? Das Plugin unterstützt das, wenn du die Config während des Servers änderst. Aber ich bin gerade in der Aufnahme. Danach. Das war jetzt nur als Info hier. Für dich. Das sind nur zwei, aber es sind die ersten. Toll. Okay, warte. Da. Zwei Stück. Hä? Die anderen zwei behalte ich mir. Nee! Da. Ich brauche sie leider. Obwohl, wenn ich dich sehe. Einen brauche ich als Bezahlung. Ich habe Hunger verloren. Dann gebe ich dir Essen. Komm mal mit. Och, noch mehr oder was? Noch zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und ich würde hier einfach nicht raten zu springen. Wir haben alle Zeit der Welt. Ich habe mein Haus komplett fehlgeplant, fällt mir gerade so auf. Ich habe eine Zweier-Mitte und in der Breite habe ich nur eine Einer-Mitte. Das ist ja... Hier einmal? Bitte nicht runterfallen. Warum? Was ist da unten? Einfach nur ein Hohlraum. Einen behalte ich wieder als Bezahlung. Komm, du hast mehr als genug, Klei. Entschuldigung, bin vorbeigelatscht. Und hier. Ey. Deine Kackdinger hier, ne? Einen behalte ich. Oh, jetzt behalte ich zwei als Bezahlung. Nee. Doch, du kriegst immer noch 16 Stück, du Dulli. Ui. Ja, gut. Und ich habe immer noch 4 Diamanten im Inventar dadurch. Zweimal ein und einmal zwei als Bezahlung. Läuft. Ike hört sich wie ein Düsenjet an, der rumeiert. Der nicht zum Poppen kommt. Wird das Rezept eigentlich angezeigt? Rezept? Von was? Für die Evelyn Welthaus.
Elevators, nein. Nee. Oder? Doch, das wird angezeigt. Das ist im Rezeptbuch mit drinne. Ike, du kannst wieder umdrehen, ich hab Dias. Alter. Nein, ich markiere sie mir nur. Nee, Obwohl ich war noch nicht so weit. Ich brauch dich, weil das zu markieren ist ein Selbstmord. Das ist in der Schlucht. Das kostet dann 3 Dias. Ich weiß nicht mal, ob das nur einer ist. Dann kostet das den Dia-Block, der da ist. Aber Darko, solltest du dich nicht heute eigentlich irgendwie um die Farm kümmern? Welche Farm? Hätte ich auch. Essensfarm. Hätte ich ja auch. Naja, jetzt hast du wieder genug Diamanten, jetzt kannst du dich darum kümmern. Wo? Hier. Mir geht's auch nicht, ehrlich gesagt, gerade um die Diamanten, sondern eher um die Level, die mir fehlen. Ob das jetzt so eine kluge Entscheidung ist, bei Nacht rauszugehen? Wenn wir sehen, wie das Licht angeht. Und wie viele waren es? 12 kriegst du 10. So, warte, ich will sie nicht ins Wasser werfen. Danke. Sieht der jetzt einfach viel weiter nach dir jetzt? Ich leuchte jetzt hier nur aus. Okay. Denn ein Darko würde das nicht machen. In der Schlucht? Wirklich nicht. In der Schlucht, da wird sich einfach nur, wenn es geht, sogar noch ein Tunnel gegraben. Ich habe meinen größten Respekt vor diesen Viechern hier. So. Mach doch erstmal das Wasser weg hier. Da ist ja nicht mal ein Gang lang. Na und? Wasser trotzdem, ja. Hast du noch ein paar Enderperlen? Enderperlen? Ja, warte. Und so 3 Stück? Hast du wirklich noch welche? Ja. Ich habe den seit längerem nicht mal mehr einen gefunden, einen Enderman. Ah, okay. Ey. Ey, Daku, ich hasse dich noch. Ich hasse dich. Entschuldigung. Deine Scheiße hier rein, die du liegen lässt. Warte mal kurz. Hast du 4 Holz für den Crafting Table? Bist du gerade weggegangen? Ja. Ich habe Holz. Was ist 20 Dias? Oh nee. Hey. Schade, dass man mit dieser Steinsäge kein Holz zu Stufen verarbeitet. Ich setze dir hier im Laufe des Gangs einen Block hin. Mir reicht doch nicht ein Holzblock. Na doch, ich denke, ich habe Holzbretter, ich habe Holzstämme dabei. Also. Darko, andere Frage. Wo war der scheiß Gang, den ich nach links nehmen muss? Du frag mich nicht. Ich, irgendwo rechts, wo nur ein Granit ist. Willst du mich verarschen? Hier unten ist ein Crafting Table, ne? Ist er? Ja. Den hab ich irgendwann mal eingebaut. Genau in dem Gang. Ich kann dir aber wirklich leider nicht sagen, wo der Ausgang ist. Ich muss ihn deswegen später, immer 3 breit bauen. Wenn das so ein Hauptgang wie der hier jetzt ist, den du hier gemacht hast, immer 3 breit bauen. Das ist kein Hauptgang. Das ist mein ganz normaler Nebenschacht. Das ist kein Nebengang. Schacht und nicht Gang. Das ist okay neben Schacht mittlerweile mehr. Justin Stritt meint auch so. Ike, wir bauen nicht nur lange. Ich komm Gänge hier halt nicht mehr raus! Ich find den scheiß Weg nicht! Ich komm gleich. Wie baue ich was? Du verwendest auch die ganz normale Strip Mining Technik, oder? Ja, ja, aber ich hab einen Gang gefunden. Aber der biegt bestimmt nicht einfach mal so nach rechts ab und macht dann dort den Strip-Mining-Gang weiter. Nein, mach ich auch nicht. Siehst du? Alle meine Wege sehen so aus. Nee, also. Hochverrat. Dafür muss er sich wirklich heute noch um die Fressfelder kümmern. Und ich mich die Tage um automatische? Dafür brauchen wir erstmal ein Haus. Vollautomatische? Können ja, wir noch nicht machen, oder? Du brauchst doch dafür ein Villager, so. Oder? Was? Pyrus, ne. Ja,
Für Karotten etc. ja, aber für Kürbis, für Melonen nicht. Ja, Melonen bringen nicht so viel. Ich ernähre mich gerade von Melonen, nur so nebenbei. Ich von Kelb. Ich mich von Bären. Enderperlen hast du gesagt. So ich hab schon wieder eine Höhle. Drei Enderperlen? Ja, ja. Nee, zwei brauche ich nur. Zwei brauche ich nur. Danke. Da kriegst du sogar noch ein paar Blümchen. Hey Zombie! Oh. Komm mit, gut. Mach mal deine Tür zu. Nimm dein Haustier mit. Ich muss mir unbedingt noch ein Schwein hier safen. Oder irgendein Tier aus dem Nether. Ja, das, jetzt brauche ich nur noch blaue Wolle. Das kriegt dann den Namen Darko. Seit wann brauchen normale Dingsbums Eisen? Was? Die Zombies haben jetzt gerade einfach Eisen gedoppelt. Machen sie schon. Machen sie. Ah ja, das dürfte aber immer nur eins sein dann. Ne, zwei. Dann hast du Glück. Weil durch Bloodmoon haben die Mobs allgemein eine Droprate von Ressourcen. Genau, aber das waren Blöcke und alles. Ja gut. Aber normal Eisen droppen die auch, die Mobs hier. Im Vanilla-Style. Da, Level, so, 21, da muss noch was hin. Ich hab erst gedacht, das sah erst vom Weiten und so aus von, das aus von, Darko, sie sah auch mit dem, reden. Das Haus von Darko sah mit dem Kreuz aus, ja, hab ich ja auch erst gedacht, dass das eine Kirche wäre, sah das so aus. Du kannst dir gerne die Goldblöcke dort runternehmen und behalten, denn das sieht scheiße aus. Ich hab dir schon angeboten, Besseres zu bauen. Ich kenne kein anderes, kein Besseres. Was will er wirklich eine Kreuz nur, einfach, haben? Einfach nur ein Punktkreuz. Warum? Einfach so. Lass mich doch. Dann bau wenigstens eine Kirche. Och, ich muss die ganzen scheiß Steine wieder durchbrennen. Ike? Ja. Ich darf doch bestimmt mit einer animierten Tür bauen, oder? Oder ein Tor. Klar. Ja, dafür brauche ich aber einmal bitte OP-Richtung und ein paar Command-Punkte. Ach so. Dann nicht. Ach Gott, mach ich das erstmal hier hin. Die Schafe halte nicht mehr aus, gefühlt. Nee, Schafe ist. Nö, warum sollten die auch mehr aushalten? Weil ich hab gedacht, du hast das für allgemein Mobs hochgedreht. Ja, Mobs, Schafe sind Entities. Ja? Ja. Weil Zombie ist auch für mich eigentlich eine Entity. Hat aber noch die Unterklasse Mob. Achso. Gibt ja auch. Ein Killbefehl nur für Mobs, nicht für Entities. 6. Na, wohl recht, hast du wohl recht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Toll, jetzt habe ich das Problem von Ike. Wo ist der Ausgang? Tja, ne? Hättest du mal ordentlich gebaut. Genau, so wie ich. Oder ich. Von dir reden wir gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist gerade zufällig Nacht eigentlich? Ein Tag. So. Ich bin gerade wandern und suche Schäfchen. Für? Wolle. Ja gut, ich habe kaum Strings und Wolle habe ich gebucht, 2 Stück. Ich brauche nämlich blaue Wolle. Wofür? Ich habe eine Elevator. Ja, ich habe eine Vierer-Mitte. Das sieht aus scheiße aus mit einem Elevator. Da kommst du eigentlich besser, wenn du das Haus umbaust und eine Wand verschiebst. Meinst du? Ja. Deswegen wollte ich ja die 3 Enderperlen noch mal haben. Das. Ach, Mann, ey. 1, 2, 3, aus. Oh,
drei Strings. Ike? Ja, so heiß ich. Dein Haus ist ja eigentlich fertig, oder? Weitestgehend, ja. Wollen wir mal für die Allgemeinheit? Du baust ein Haus mit Keller für die Allgemeinheit, wo ich dann automatisch auf Farm reinbaue? Ich kümmere mich erst mal. Das kommt sowieso alles noch. Das ist genauso ein automatisches Lager für uns alle. Wir haben uns für dich schon einiges einfallen lassen. Das Problem ist, wir müssen erstmal nur überleben. Das und ich kümmere mich erstmal. Ja, das können wir ohne Essen nicht. Ich kümmere mich erstmal um das Haus für den Verzauberungstisch jetzt. Ach toll, ich habe alle Bücher verloren. Warum bin ich auf so einen Schüssel und nehme die immer mit? Das weiß ich auch nicht. Naja, dann verschiebe ich das Haus um eins. Echt jetzt? So. Also ich habe, also wenn jemand ein bisschen Glas braucht, ich habe da so etwas an Glas. Was? Mann! Na, hörst du auf? Kriegst du eh kaum Schaden. Du kannst gerne verzaubern. Ich habe nur Super. Ich habe nur Level, ich habe alles zu Hause gelassen. Ich will das hier nur abreißen. Musst du jetzt ernsthaft jetzt hier da und bauen? Jetzt? Ja. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ich kann ja auch meine Dia das 1, 2, 3, 4. Und das ist mittig. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1. Genau da. Ich muss einfach einmal um 1 nach. Da verschiebe ich das ganze Haus einmal um 1. Dann höre ich mal auf Ikes Vernunft. Das ist wirklich besser, als wenn du hier so einen mega Offriss machst. So. Er muss nur vor Nacht wieder fertig sein. Dann stell jemanden an, der dir hilft. Darko zum Beispiel. Der ist mir zu teuer. Der macht das umsonst. Der hat eh nichts zu tun. Ich hab ihm geholfen, an Diamanten zu kommen. Ja, das. Okay, so direkt stimmt's auch nicht, aber. Ja, hast du. Dann muss ich mir aber nochmal was wegen der Tür überlegen, ob ich dann eine Einsatztür nehme, weil das dann optisch von der Tür nicht herpasst. Fällt mir gerade so auf. Du kannst das machen, wie du willst. Ich schau mal. Scheiße. Probieren geht über Studieren. Geht das? Nee, das geht nicht, schade. Hey, Zombie. Wow. Das war ein Low-Bob-Zombie. Hast du den gewonnen-hittet gerade? Mit 2 Hits? Standard-Vanilla-Zombie halt. Oh Mann, ey. So, Dago, jetzt entweder helft Justin oder kümmere dich um Fressfelder. Mach ich gleich. Ach, Scheiße. Sorry. Liegt im Kein Klo Problem, ich bin in der Blattnun-Folge mehr als nur ausgerastet. Ich, weißt du, ich, wir haben ja so die schöne Abbau, wenn man sneakt, dass man alles von einer Sorte abbaut. Und ich sneake, weil ich nicht runterfallen möchte und klick das Holz an. Weil ja, ich, und dann habe ich somit meinen ganzen Stütz vom Haus gerade beseitigt. Das ist das gleiche, das ist mir ja auch passiert zum Anfang, wo ich mein Haus gebaut habe. Wenn man die Elevators abbaut, gehen sie dann kaputt? Nein. Das wäre ja dann ein bisschen scheiße, weil die Enderperlen, da kommst du halt ohne so einfach ran. Das ist richtig, aber hätte ja sein können, dass das Platten das. Die werden doch auch stärker, oder Ike? Nee, ich glaube, die standen da nicht mit drin, dass sie stärker werden. Stell dir das End mal damit vor. Naja, freu dich aufs End, nur wenn dort noch die unterschiedlichen Biome durch den Plugin kommen. Und der Enderdrache. Der wird nicht stark, der ist
direkt ausgetragen worden. Von dir oder von ihm? Von dem Ersteller? Vom Ersteller des Plugins. Achso. So, Darko. Ich ärgere dich jetzt richtig hart. Ach, der klaut doch mir meinen. Ich klau dir jetzt hier alles, denn ich will jetzt nicht, dass du weiter verzauberst. Erstens frage ich mich, woher du schon wieder so viel Level hast. Und zweitens, nö. Schau dir meinen Weg an. Kann man gegenseitig die Levels klauen, oder wie? Nee, ich glaube nicht, dass das geht. Ich kann auf eure Schilder auf jeden Fall nicht zugreifen. Ach, hat er schon getestet, der Arsch? Das hast du bei mir getestet. Nee. Da ist sogar eine Aufnahme drin. Ich habe keine einzigen Aufnahmen auf ein Schild von euch geklickt. Oder? Oder? Also, nee, das war auch. Vielleicht war es auch nicht in der Aufnahme. Es war einfach nur nicht Absicht für dir, sondern Testphase. Ob das geht. Da haben wir einfach mit den Schildern rumexperimentiert. Echt? Boah, ey. Ich muss mir ja nicht alles merken. Hallo? Ich bin alt. Ja. Wie lange spielen wir Elderkraft und du weißt immer noch nicht, wo es zum Markt geht? Doch, das weiß ich mittlerweile. Okay. Da, wo ich keinen Baukran sehe. wie mache ich das? Übrigens, falls du Stonebricks brauchst, ich habe 10 Sticks. Aus Versehen. Nein. Gut, aber irgendwer wird Stone? Stonebricks? Stone Bricks und Stone habe ich beides. Stone Bricks kannst du mir gerne geben. Also da habe ich kein Problem damit. Ich brauche die ja für meine Mauer. Was wollte ich jetzt nochmal nachschauen? Für was, für welche Mauer? Für die kleine Mauer um mein Häuschen. Nur was, deine Mauer rum? Ja, hier so eine kleine Absperrmauer. Wie jeder um sein Haus normalerweise baut. Was zum Beispiel bei Eldercraft, bringst du mal. Oder warte, ich stelle gerade, brauchst du so weit gehen. Da ist eine Kiste. Wie bei Eldercraft zum Beispiel bei unseren Häusern ist Darko, weißt du das? Da besteht es aber aus Leaves. Gehen wir schlafen, sonst haben wir nächste Nacht Phantome. Ich bleib wach. Ich auch. Ja gut, ich gehe in die Mine wieder. Solange du unterm Meeresspiegel bist. Nee, Darko, nix ist mit Mine. Essensfelder. Also. Ja, aber nicht bei der Nacht, vergiss es. Essensfelder. Du hast das so lange vor dich hergeschoben. Ja klar, aber ich mach das doch nicht bei der Nacht. Essensfelder. Ich, nur weil das mir jetzt also Darko, ganz ehrlich, ich und Justin arbeiten auch gerade bei Nacht. Nicht auf mein Haus. Wo arbeitest du außer eigentlich? Hike, du bist mitten arbeiten. Auf dem See, du kannst nicht attackiert werden. Hier ist nicht ausgeleuchtet. Das Einzige, was hier hell leuchtet, ist meine Fackel in der Hand. Ja, aber das kann in deinem Radius kann nichts spawnen, Hike. Darko. Hm? Und zwar, solange du unterm Nullpunkt bleibst, spawnen die Phantome. Was? Solange du unter Wasserspiegel, unter Wasser bist, spawnen sie nicht. Ja. Wir haben ja hier einen Wasserspiegel und solange du da drunter bleibst, in der Mine, spawnen die nicht. Oder woanders. Ja, für mich oder auch für euch wäre es ja kein Problem, einfach in die Mine zu gehen, aber wir wollen sie ja einfach nicht, weil wir auch oben sein wollen. Ja, ich wollte es jetzt nur mal kurz so nebenbei erwähnt haben. Ich wusste nicht, ob ihr das wisst oder so. Doch, klar. Man weiß nie. Ach so. Kann den Block nicht abbauen, weil er das Schild dran hängt. Das. Was gibt's denn? Oh ne, da hinten ist eine Hexe. Sag mal, wie redest du über Justin seine Freundin? Furchtbar. Echt, kein Respekt, der Kerl. Dafür sollte es ein Bann geben. Ich würde ja sagen, 10 extra Kills. Also ich und das Ike würde auch gehen. Ich und Ike würden dasselbe sagen, wenn das wirklich Justins Freunde wäre. Naja, ich. Was?
Was? Es sind Phantome da bei Darko. Hä? Na los, Darko. Ist das schon die dritte Nacht? Essensfelder. Darko, wenn du die Phantome besiegt hast, die spawnen nur einmal pro Nacht, also keine Sorge. Ey, ich hab mich einmal hinten lassen, die machen 3 Herzen Schaden, ich hab ne Dia-Rüstung an, also vergiss es. Die musst du ja nur einmal umbringen und dann spawnen sie die Nacht der, lieber der nicht mehr. Der hat schon wieder eine Dia-Rüstung und ich bin hier schon wieder nur mit Eisen rum. Ja, und ich nur mit einer halben Eisenrüstung. Wie gesagt, Ike, abgesehen von dem Phantom kann dich doch kein Mob bedrohen, außerdem für dich ist es gar nicht die dritte Nacht, oder? Nö, die zweite. Keine Ahnung, ich weiß das nicht. Ich weiß nur, dass ich die Folge jetzt hier beende.